So, meine Lieben, so langsam dürften wir wieder alles unter Kontrolle haben. Aber es ist verdammt anstrengend und kostet mich jede Menge Nerven. Es ist einfach nur elendig. Erhol dich bitte mal. Die nächsten sind schon auf dem Weg, aber die kommen von oben. Das heißt, wir werden ihnen jetzt entgegentreten und schon mal den einen oder anderen einpacken, der mitkommen muss. Auch an den Ghoulen nehmen wir einen ganzen Schwung mit. Euch nehme ich auch mit, so wie euch beide. Und war das. Adamant raus. Aus dem Haus und dann immer geradeaus. Ich hoffe, dass diejenigen, die jetzt noch unten sind, wir haben ja noch ein paar Ghule, dann auch die Stellung so weit verteidigen können, dass wir keine Probleme mehr bekommen. So langsam kriege ich nämlich Probleme bei all dem hier. So schön. Haut sie weg. Weiter geht's. Richtung Norden. Der zweite Außenposten muss fallen, bevor wir uns dann endlich der Mitte widmen. Und das wird auch nochmal hart. Weil wir nur mit Ghoulen beschäftigt sind, die ganze Zeit. Wir haben auch keinen Heiler, nichts. Es ist so zum Heulen. Ja, wir können immer wieder auferstehen, aber es dauert ja auch immer ewig, bevor wir auferstehen. Ich kann auch keine Leute mehr hinzufügen. Ist nicht möglich. It isn't possible. Und da kommen schon die nächsten. Ja, ist okay. Hauptsache, wir kriegen die hier oben endlich mal weg. Dann haben wir wenigstens einen Angriffspunkt weniger, der uns auf die Nerven geht. Zahltag. Ja, ist nicht schlimm. Wir bezahlen sie alle. Wo ist das Haupthaus? Da. Geht rauf. Aber bitte nicht das rauf. Das verderbende Böse hatte einen Todespfeil gefunden. Der Name war nicht mit der Zeit gegangen, denn diese Kreatur nutzte mittlerweile ein überlanges Gewehr und konnte damit über große Distanz hinweg enormen Schaden anrichten. Gut, wir gucken mal, wer noch da ist. Die Truppen des verderbenden Bösen legten einen Stützpunkt der Allianz in Schutt und Asche. Entflammt vor Wut schickte Melisandre einige ihrer Leibwächter vom geweihten Platz in Richtung Dungeon. Endlich richtige Gegner! Los, Untote, folgt mir! Wir werden alles Lebende auslöschen! So langsam wird mir der mundfaule Lockenkopf sympathisch. Ja. Sympathie sei mal dahingestellt. Also, gibt Schöneres. Wir laufen erstmal runter und werden uns dort aufhalten. Du musst mal bitte baden gehen, du stinkst. So, wir speichern einmal unter Test 5, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Dann wirst du das Ganze hier bitte entweihen. Das verderbende Böse würde Barthas neue Fähigkeit sicher einsetzen, um Melisandres Tempel zu entweihen, damit das hirnlose Heer ihn betreten konnte. So ist gut. Hervorragend. Und hier haben wir sogar einen Heiltrank, oh mein Gott. Sehr nice, wir sind auf jeden Fall wieder voll dabei. Chance für kritische Treffer, das holst du dir mal. Dann wirst du den nächsten Platz entweihen. Willst du nicht oder kannst du nicht? Jetzt. Den Trank brauchen wir gerade nicht. Mach den Rest weg. Okay, die anderen kommen schon wieder auf die andere Seite. Das ist aber nicht schlimm. Das ist soweit zerstört. Komm, das nächste Teil. Von hier können keine Gegner mehr kommen. Wir bleiben kurz hier. Muss erstmal dafür sorgen, dass unten alles beschützt ist. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ich weiß.
Auf geht's, macht sie fertig. So, jetzt können wir uns um den Rest kümmern. Los geht's, kommt. Gehen wir schon in die Mitte? Nö, wir gehen einmal rum und machen erstmal das Schloss down. Jetzt ist wirklich nicht mehr viel übrig. Darf ich den Thronsaal nochmal aufstufen? Nein, darf ich nicht. Natürlich nicht. Und beim nächsten Mal, bei der nächsten Mission, muss ich wahrscheinlich wieder von vorne anfangen. Warum auch nicht? Ach, leckt mir die Füße. Ist das furchtbar. So, das entweihen wir auch noch. Okay. Weiter geht's. Die nächste Festung, aus der die Leute kommen können, muss weg. Und wir haben alles erobert. Von hier aus können keine Leute mehr kommen. Was ist das für eine Treppe? Da kommen wir gar nicht hin von hier aus. Sehr interessant. Wisst ihr, wie das aussieht? Wie Königsschlund. Okay. Das Ritual war vollzogen, die Gräber entweiht. Statt einer magischen Aura umgab Melisandre jetzt nur noch ein Hauch von Angst. Es war an der Zeit, dieser lästigen Schwester zu zeigen, wo der Schnee die Locken hat. Diesen weiteren lächerlichen Witz über meine Haarpracht habe ich jetzt einfach mal überhört. Lasst uns sie fertig machen! Habt keine Furcht, meine Freunde. Wir dürfen die Untoten nicht durchlassen. Verteidigt diesen Altar an meiner Seite und euer Lied wird im ganzen Königreich gesungen werden. Mit der Macht des Feuergottes werdet ihr hier wiederbelebt werden. Hoppla, den Altar hatte ich schon wieder vergessen. Das clevere Böse machte sich so schnell wie möglich daran, diesen Altar zu vernichten. Vorwärts, Untote, folgt mir! Für das verderbende Böse! Die untote Armee des verderbenden Bösen hatte Melisandre fast erreicht, als die feige Feuerpriesterin sich zurückzog und lieber weitere Schergen vorausschickte. Sehr tussig, sehr unheldenhaft. Vorwärts, Männer! Erledigt diese Untoten! Ich bin direkt hinter euch! Ich muss nur kurz hier hinten was klären. Ja, ja. Direkt hinter euch. Kurz was klären. Typisch feige Lebende. Jetzt geht's mir gerade sehr viel besser. Da ist sie, die Gute. Der Schrein ist gleich erledigt. Mal sehen, ob wir sie auch erledigen können. Die geht mit tierisch auf den Senkel. Es ist Zahltag. Schön. Das ist euer Ende, Feuerfrau. Verräter, du magst diese Schlacht gewonnen haben, aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Ich werde einen neuen, noch größeren Altar bauen und dich und deinen widerwärtigen Meister zurück ins Grab schicken. Das werde ich nicht zulassen. Ihr nach. Ja, das sagt sich so einfach. Diese Brücke ist eingestürzt und dummerweise war sie der einzige Weg tiefer nach Süden. Die Truppen des schwimmunfähigen Bösen würden einen Umweg nehmen müssen, ehe sie die Verfolgung wieder aufnehmen konnten. Ihr Weg würde sie nach Osten führen, in ein Gebiet, das ebenfalls der Allianz gehörte. Dann würde es eben jenen Chaos und Zerstörung bringen. Ist mir auch egal. Wie? Das war's? Okay. Die Verfolgung von Melisandre gestaltete sich schwierig, da sie den Weg hinter sich zerstört hatte. Deshalb wandte sich das verderbende Böse nach Osten. Dort, in den eisigen Ebenen von Elsa, hatte ein Teil der Allianz Neukönigs Schlund errichtet. Diese Stadt würde nicht lange überleben. Oh, und ich kann mir gut vorstellen, dass wir da erst die dritte Stufe der Untoten zusammenbekommen. Was natürlich eine pure Katastrophe ist, weil das wieder ewig dauert, wenn wir wirklich wieder von Null anfangen. Und das könnte mich echt zur Weißglut bringen. Ich bin gespannt. Ist jetzt ein bisschen kurz für diese Folge, ne? Komm, wir die fangen wenigstens noch von an. Meltis. Oh, verdammt. Dann hören wir den Sprecher schon mal, können auch schon mal die ersten Dinge bauen und fertig machen. Und uns freuen, dass wir zumindest diese Mission abgeschlossen haben. Gott sei Dank. Ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr.
Die eisigen Ebenen von Elsa lagen vor dem verderbenden Bösen. Diese mussten durchquert werden, um Melisand zu verfolgen. Doch das Gebiet wurde von der Allianz bewacht, die dem Bösen ebenso trotzte wie der Kälte. Doch die Kälte wurde in letzter Zeit schlimmer, denn der Winter nahte. So langsam schien es, als würde der Fluch einer kratzbürstigen Eisprinzessin auf der Gegend liegen. Tatsächlich aber war es die Präsenz des eiskalten Bösen. Mhm. Eine Gruppe fanatischer Anhänger von Melisand, die Bruderschaft ohne Hammer, kam ebenfalls in die Ebenen von Elsa und wollte sich dort breit machen. Das verderbende Böse sollte ihre Pläne auf Eis legen. Gott, bin ich heute wieder gut, hat er gesagt. Haben wir aber nicht mehr gehört. Gut, vergessene Leute werden erstmal rekrutiert. Das hier wird abgeerntet, genauso wie das. Ein paar Schätze sind auf jeden Fall schon mal da, sodass wir das ein oder andere rekrutieren können. Die ersten Anhänger der Bruderschaft waren in den Ebenen von Elsa angekommen und errichteten ihr Hauptlager. Kurz danach schickten sie einen Bautrupp los, um einen Außenposten zu errichten. Das würde natürlich nicht mehr als ein Selbstmordkommando werden. Also hier steht, die Arbeiter errichten einen Spawner. Spawner, was soll denn das sein? Ach so, ein Haus. Ja, warum sagt man da nicht Haus? So ein Quatsch. Mit Feuereifer machten sich die Arbeiter der Bruderschaft daran, ein schnuckeliges Holzhäuschen für ihre kämpfenden Kameraden zu errichten. Ein Spawner. Heißt, da kommen die ganzen Gegner dann her. Gut, wir sehen ja, dass hier ein Holzhäuschen steht, also insofern ist das überhaupt kein Problem. Sollen sie machen. Dem errichteten sie ein paar beeindruckend große Katapulte, die einen unerfreulichen Eindruck machten. Aber das würde das hirnlose Heer nicht stoppen. Ich will's hoffen, dass es das nicht stoppt. So, hier kommt unsere Erholungshalle hin. Ebenso wenig wie die noch schnell aufgestellten Wachtürme. Wunderbar! Das aufräumende Böse würde seine helle Freude beim kreativen Rückbau dieser Anlagen haben. Und ich erst. Ja, du natürlich auch. Aber ich brauche jetzt erstmal das Laboratorium. Um schon mal Zombies zu rekrutieren. Da wird schon mal Mana gewonnen. Gleich zweimal, bitteschön. Ein weiterer Zombie wäre jetzt schon schön, aber den können wir uns im Moment noch nicht leisten. Wir werden auch das Ganze noch weiter nach hinten bauen müssen, weil wir ja auch die Transformationskammer noch irgendwo mit unterbringen müssen. Mehr Schätze. So, wir haben 6 Leute, 7 Leute helfen uns jetzt, das Ganze hier so schnell wie möglich auszubauen und dann kommen wir hoffentlich auch gut voran. Den ein oder anderen Zauber haben wir schon mal. Die Katapulte müssen weg und wir müssen versuchen, das Ganze unten zu erobern, auch wenn es nicht einfach ist. Wir speichern schon mal, dass wir das Grundlegendste in die Wege geleitet haben. Unter LP01 speichern. Danke. So, der Rest wird noch abgebaut. Und abgetragen. Hier machen wir den Friedhof hin. Den Friedhof der Kuscheltiere. Wenn man diese Viecher hier denn als Kuscheltiere bezeichnen kann. Wir sind immerhin schon beim Dungeon Level 2. Das heißt, wir können schon Leute aufstufen. Das ist schon ganz praktisch und ganz gut. Das werden wir auch benötigen. Und dementsprechend natürlich auch dafür sorgen, dass wir den Rest noch mit rankriegen. Der Friedhof kommt. Und wir brauchen noch einen Platz für die Alchemiestube. Wo setze ich die denn noch hin? Hier oben. Gleich einen weiteren Zombie rekrutieren. Und das Laboratorium erweitern. Super. Gut, da wird schon mal weiter geforscht. Die Zombies sind auch gut bei. Das läuft. Die ersten Leute gehen baden. Sehr gut. Die Alchemiestube kommt nach oben.
Macht schnell, meine Lieben. Wir werden sehr früh wahrscheinlich angegriffen. Deswegen müssen wir uns beeilen. Ankunft neuer Arbeiter. Ich weiß nicht, von wo sie ankommen, aber wir werden versuchen, sie abzufangen. Irgendwie. Oh, ich habe die andere Kammer noch nicht erforscht. Das heißt, wir brauchen erst die Alchemiestube. Heißt, wir brauchen auch so schnell wie möglich Gold. Hier kommt der Friedhof hin. Erstmal nur einer. Mehr können wir uns im Moment nicht leisten. Der Rest wird später ausgebaut. Da hätte ich auch gut die Alchemiekammer hinstellen können, ne? Was machen die anderen denn? Ach, die sind hier noch bei. Ja, lasst mal den Rest sein. Geht erstmal drüben hin, macht das hier weg. Da haben sie ein Zelt erbaut. Das muss auch noch weg. Aber wir werden das nicht in 10 Minuten schaffen. Zerstört das Haupthaus der Bruderschaft. Zahltag. 0 von 6 Katapulten vernichtet, 0 von 3 Türmen vernichtet. Hm. Gut, die Alchemiestube steht, auch wenn wir die Tische noch nicht haben, das wird noch kommen. Dann geht's aufwärts. Ihr seid echt zu langsam. Aber immerhin, baden können sie schon mal. Herzlich willkommen, erstes Skelett. Freut mich, dass du da bist. Dann ziehen wir hier auch gleich alles lang. Und hier können wir offensichtlich auch noch hoch. Ich hoffe ja, dass wir irgendwo noch richtig viel Gold finden. Ansonsten haben wir ein Problem. Bone Knuckle. So. Zwei Gerätschaften haben wir schon mal, das ist gut. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Oh, geht schon los? Bin doch noch gar nicht so weit. Das wollte ich jetzt nicht, aber ist egal. Ach, dann müsst ihr beide mal kurz mitkommen. Aufi! Was ist denn hier eigentlich schon erforscht? Die oberen haben wir schon erforscht, teilweise, nicht alle. Okay, und unsere Leute, die hier drüben die Alchemie voranbringen, die haben sich auch schon erweitert. Sehr gut. So, die Alchemiestube machen wir noch komplett, dann ist die schon mal voll. Hier ist der Gang durchgeschaffen. Dann speichern wir jetzt unter LP02 und gucken mal, wie es weitergeht. Wir brauchen noch viele von diesen Teilen. Und ich werde jetzt mal versuchen, dass wir die verbesserte Kapazität in der Alchemiestube freischalten. Nee, das will ich nicht. Schnelles Wiederbeleben, spannendes Wachen. Bessere Injektionsnadeln. Macht eure Laboratorien noch effizienter. Dank spitzerer Nadeln. Das ist ein Laboratorium, ne? Nee, das ist das hier drüben. Das brauche ich nicht. Powernapping. Alchemielabor erforschen. 1250 Gold. Dann könnten wir noch viel mehr Fallen bauen und damit die Leute aufhalten. Vielleicht haben wir dann auch bessere Chancen. Das wäre ganz gut. Währenddessen machen die Angriff und Verteidigung schon mal höher. Das ist sehr gut, das ist hervorragend. Und ihr müsstet eigentlich dafür sorgen, dass wir noch mehr Bevölkerung bekommen. Auf geht's. Ran an den Speck. Zehn Tongefäße.
Transformationskammer, da ist sie ja, die brauchen wir. So, und ich brauche noch viel mehr von allem. Heißt, ich hole jetzt noch einen Knochenkrieger, einen Zombie. Ja, Blutsauger brauche ich nicht, ich nehme noch eine Banshee. Und dann ist es bald soweit, dass wir den nächsten Zahltag haben und wir müssen wahrscheinlich auch schon mal so leicht los. Wir haben auch bloß einen Ausgang, wenn ich das richtig sehe. Zumindest jetzt noch. Scheint auch keine andere Treppe auf der Karte zu geben. Wir müssen versuchen, die Arbeiter auf jeden Fall wegzukriegen, weil die wahrscheinlich das ein oder andere noch mit dazu bauen, das wir dann zusätzlich kaputt machen müssen. Und die werden jedes Mal irgendwas Neues aufbauen. Aber bis dahin kriegen wir noch das ein oder andere erforscht, das geht. Die erforschen gerade Rüstung 2 und Angriff 2. Höher geht es im Moment nicht. Letzte Ruhestätte wird genutzt als Badeort. Hier wird weiterhin Gold geschürft, noch und nöcher. Weiterhin werden hier noch Tränke fertig gemacht. Na komm, dann holen wir noch so einen Schreihals. Wir müssen uns aufstufen, wir haben gar keine andere Wahl. So, 2 Friedhöfe müssen am Anfang erstmal reichen. Puh, Gott sei Dank. Also, Agamemnon. Ja, nicht Agamemnon, nein, Agamemnon. Speichern jetzt nochmal, weil ich nicht weiß, was da oben bei rauskommt. Aber sehr süß. Verbesserte Rüstung 2 abgeschlossen. Super. Das heißt, wir haben schon mal ein bisschen mehr Verteidigung und gehen nicht gleich unter. Da oben. Warum führt dort ein Gang lang? Zahltag. Okay, die nächsten Leute kommen. Das ist im Prinzip der Spawnpunkt, der weg muss. Mac-Wus. Ich bin gespannt, wie viele neue Arbeiter kommen werden und ob wir die dann auch kaputt kriegen. Ich weiß nicht, ob ich die direkt abfangen soll. Wir könnten es probieren. Brauche ich noch einen Alchemietisch? Jo. Dann kriegen wir schneller alles. Gut, einer forscht, die anderen sind am Produzieren. Ich brauche auch noch weitere Punkte, um dann die Leute aufzustufen. Insofern werde ich jetzt nicht viel machen. Das Geld brauchen wir auch noch. Wir haben nicht viel Geld, das hier ist bald ausgenudelt. Wir müssen unbedingt mehr Geld finden. Vier Tongefäße. Es ist viel zu wenig, Leute. Die Produktion muss erweitert werden. Das dauert mir zu lange. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Und wenn schon, die kriegen wir weg. Hoffe ich. Du hast nichts zu tun, du kommst mit. Und ihr beide kommt auch mit. Ja, da ist schon wieder ein Heiler bei. Aber der wird auch nicht viel heilen können.
Oh, mehr Gold. Gott sei Dank. Gut, dann kommt hier noch eine Schatzkammer mit hin. Das Gold hier nehmen wir mal mit und packen es unten rein. Wie weit seid ihr hier? Fast fertig. Oh, die Transformationskammer kommt. In 30 Sekunden kommen die Bösewichte. Also ich speichere jetzt nochmal unter einem Testspielstand, Test 2. Und guck mal, was dann passiert. Und ob wir dann schon verloren haben, wenn die tatsächlich ankommen. Aber ich glaube nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben ja nicht genügend Leute, dass wir hier irgendwas in die Wege leiten können. Das ist auch noch am Manarisieren. Okay, Transformationskammer ist durch. Und abermals starteten einige Arbeiter einen Vorstoß, um einen Außenposten aufzubauen. Glaubt ihr nicht, dass diese Wellen irgendwann elendig langweilig werden? Ich meine, will man das wirklich spielen? Ist doch mal dasselbe. Was? Nein, schon klar. Bin hier nicht für das Game Design angestellt. Ich lese ja schon weiter. Hoffentlich wurde überhaupt irgendjemand für das Game Design angestellt. Ziehen wir mal los. Gucken wir mal, was mit dieser kleinen Armee ist und ob wir da dann auch hinkommen, bevor die anderen ankommen. Aber ich glaube nicht. Der Weg ist relativ weit, so wie es aussieht. Zumindest sehen wir jetzt, wo die lang müssen. Und können schon mal das ein oder andere infiltrieren. So, währenddessen werden wir eine Banshee schon mal verbessern. Heilen sich hier teilweise. Wieder Ankunft neuer Truppen in 10 Minuten. Bis dahin sind wir auf jeden Fall stärker. Ein weiteres Mal errichtete ein Arbeitertrupp einen Außenposten. Es schien, als wäre das verderbende Böse zur Eissäule erstarrt. Ja, ich kann ja auch nicht viel machen mit den paar Leuten hier. Was soll ich denn tun? Ich bin erstmal froh, wenn die hier besser ist. Und wenn wir dann noch den einen oder anderen Schützen mit dazu kriegen, der uns hilft, na dann, Prost Mahlzeit, kriegen wir das auch hin. Okay, pass auf, du machst jetzt erst einmal das Alchemielabor besser. Viel Spaß. Du bist schon besser, perfekt. Dann machen wir jetzt auch gleich schon mal einen Ghoul. Du gehst baden. Du auch. Geld haben wir noch. Hier oben haben wir ja jetzt auch noch ein bisschen Geld mit dazu bekommen. Wenn wir erstmal mehr Bevölkerung haben, dann kann ich auch weitere Leute kaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Da kommen schon wieder welche. Jo, das ist okay. Demnächst haben wir einen Ghoul und eine Banshee. Das geht. Es ist Zahltag. Oh, und ich sehe gerade, wir sind über der Zeit. Meine Lieben, bis gleich im nächsten Part. Es soll da draußen viele Influencer geben, Content Creator, Streamer, die euch abzocken. Das wollt ihr nicht? Unterstützt die Kanäle, die das nicht tun. Lasst bei ihnen ein Abo da, damit sie am Ball bleiben. Vielen Dank.